Obwohl eigentlich auch egal, weil wir haben ja den Mod, ist glaube ich, der müsste nicht mit drauf sein, der Roper. Dass wir sowohl als auch mit derselben Arbeitsbreite ernten können. Sind ja beides 3 Meter. Ah, 6 Meter, glaube ich sogar. 6 Meter. Okay. Geht's aber Oder? richtig schnell. Ne, 4 Meter haben die. Ich weiß gar nicht. 6 Meter wäre, glaube ich, ein bisschen sehr groß. Ich glaube, 4 Meter sind das. Und größer gibt es, glaube ich, auch nicht. Die Welt Also ist auch nicht für einen schön. Rübenroder, glaube ich, nicht. Er ist ja schon riesig, hä? Ja. Sonst wäre das ja richtig brutal. Das wäre eine Geldquelle ohne Ende. Ja gut, wenn du erstmal die Anschaffungskosten drin hast, wieder die halbe Million. Bei Ernten hast du locker rein. Die haben zwar einen kleinen Preis, aber den machst du die Ja, das ist richtig. brutal rein. Wahnsinn. Was wir uns auf jeden Fall nochmal durch den Kopf gehen lassen sollten, wenn wir dann irgendwann so weit sind, wegen Rüben und Roden, wollen wir es dann richtig machen und die erstmal zum Mieten legen oder direkt abfahren? Richtig mit der Rübenmaus dann verladen, oder? Ja. Kostet natürlich nochmal extra Geld und ist auch ein immenser Zeitaufwand, weil schnell laden ist jetzt mit der Rübenmaus nicht unbedingt. Ich finde die Lade trotzdem irgendwo ein bisschen. Also, da liegt schon einige. Ey, du hässlicher Drecks-LKW. Du hast mit denen, oder? Ja, was fährt der hier auch schon wieder? Psst, Alter, knirsch ran. Der sucht Voll Nähe. Spaß, der. Der sucht Nähe und Na los, zieh schon. Der wird richtig geknechtet, jetzt der JCB. ja, Dafür wie wären viel wahrscheinlich wert? diese Mega-Terra-Reifen gut, diese Ballonreifen, die monströsen. Einmal Generalüberholung nachher. Ja, den können wir direkt verkaufen und einen neuen holen. Der ist durch. Kann schon die Werkstatt bringen. Was wollen Sie? Einmal Service? Nein. Einmal neu. Motorkopf runter. Neues Innenleben rein. Danke. Generalüberholung. Duftbäumchen können Sie hängen lassen. Duftbäumchen. Wer macht denn sowas? Duftbäumchen sind genauso perverses Dreckszeug, was nichts im Auto zu suchen hat, wie diese ganzen Cockpitreiniger. Das stimmt, die sind so ätzend. Da hast du nach zwei, dreimal mit so einem Cockpitreiniger das Armaturenbrett sauber machen. Danach sieht das schlimmer aus, als es jemals war, weil die alle so speckig machen und dann den Staub erst recht anziehen. Ich finde, es klebt auch so komisch danach. Ja. So peppig. Ich Hammer finde es. Neu gekauft. Was? Das war eben abgehackt. Neu gekauftes Auto, Neuwagen. Oh, lass die Fenster zu. Ja, am besten erstmal direkt eine drin rauchen bei geschlossenem Fenster.
Das ist auch so eine Sache, die geht gar nicht, obwohl ich halt Raucher bin. Aber im Auto rauchen, bei geschlossenem Fenster am besten auch noch, ne? Also ich rauche in meinem Fahrzeug eigentlich auch nicht, es sei denn, ich stehe wirklich mal irgendwo länger im Stau oder so, aber dann halt auch nur bei voll geöffneten Fenstern. Und halt die Kippe auch raus und puste auch raus, damit halt der Qualm gar nicht erst so doll reinzieht. Im Stau stehen. Ja. Weil ich hasse das. Erstmal pegt dir das die Scheiben zu bis ins letzte Loch. Die kriegst du nie wieder anständig sauber. Nee, da ist immer so ein komischer Nebel drauf dann. Ja, Alter, wenn ich mal wirklich 2, 3 Wochen krank bin oder halt Urlaub habe und meine Kollegen dann im LKW rauchen, immer schön Heizung Vollgas an, bloß nicht die Scheibe mal runter machen und dann da drin qualmen. Alter, ich könnte das Kotzen kriegen, ne? Oder wenn sie drin geraucht haben, Fenster zulassen, alles, Auto abstellen, du kommst am Montag früh, setz dich rein, boah. Da brauchst du dich nicht mehr reinsetzen. Das ist so, merke ich schon sofort. Ich schließe auch die Tür auf. Da kommt dir der Dunst entgegen, dass ich direkt erstmal in die Ecke kotzen könnte. So Geruch vom kalten Rauch, dass man Ja. denkt, boah. Als hätte da einer dir einen Aschenbecher die Nase gestellt. Genau. Kann ich überhaupt nicht leiden. Das selbst als Raucher halt, ne? Gibt halt viele Raucher, die juckt es nicht. Aber, boah, nee, das geht gar nicht. Ein Kumpel, der ist auch starker Raucher, der sagt sich zum Beispiel auch, dadurch, dass er auch ein kleines Kind hat, selbst bevor er das kleine Kind hatte, zu Hause bei ihm in der Wohnung raucht er nicht. Der geht auf den Balkon und raucht da. Ja, hätte ich einen Balkon, würde ich das tatsächlich auch machen. Da ich aber keinen Balkon habe und die Wohnung eh relativ klein ist und ich habe anfangs oder die ersten Jahre auch nur in der Küche geraucht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, selbst wenn ich die Tür zumache, es bringt gar nichts. Die Scheiße zieht komplett durch die ganze Bude. Die sucht Dann sich einen Weg, habe ich mir meistens. gesagt, ja, gut, dann kannst du jetzt halt, also außer im Schlafzimmer, da versuche ich nicht zu rauchen. Deswegen rauche ich halt auch hier, wenn ich streame. Sonst würde ich es halt tatsächlich auch nicht machen. Dann würde ich halt aufstehen und auf den Balkon gehen. Hätten den Big Bad mal behalten sollen. Würde sich jetzt der JCB hier nicht so durchquälen müssen. Bist auf der 34 im Moment, ne? Jawohl. Ja, dürfte ja auch nicht mehr allzu lange dauern. Ja, dann gehe ich gleich, wenn ich die 48 durch habe, direkt auf die 47. Du gehst auf die 43 hoch und dann treffen wir uns auf der 46. Okay, habe ich so noch. Ja, sehr schön. Aufnahmefähiger Mann. Ja, eigentlich nicht, deswegen schreibe ich mir alles auf. Ja, ich weiß. Naja, es gibt Tage, da hat schon Schweizer Käse weniger Licht. Gerade an den Wochenenden ist das schlimm. Wenn ich dann streamen und Aufnahmen bearbeiten, schneiden, rendern, hochladen, vorbereiten für Upload und so ein Kram. Alter, was mir da alles flöten geht, weil ich mir das nicht merken kann in dem Moment. Ich glaube, wenn die Woche vom Schaffen her frei ist und das Hirn mal, wie soll man sagen, so eine, ähnlich wie zurückkommt oder so, dann ist alles gaga. So kommt es mir vor. Früher wollte ich mir einen Kaffee machen. Nimm's Kaffeebett aus der Maschine. Also ich habe so Senseo-mäßig. Ja. Kaffeepad aus der Maschine, Wasser rein, Und drückst an. Tasse drunter, macht alles zu, tut die Milch rein, drückt drauf, fertig, fertig. Schön Milch mit warmem Wasser. Jawohl. Da habe ich mir gedacht, super, klasse, der Clou kommt. Jetzt mache ich das Kaffeepad rein, zack, drück auf Go und vergesst die Tasse drunter zu stellen. Was glaubst du, wie schnell ich mich bewegt habe? Ah, schön.
Ach, schön, dass man nicht alleine ist, wenn man so verpeilt ist. Das ist Sonntag früh, ey. Da denkt man sich, ab wieder ins Ja, Bett. Tag Wehe einem gelaufen. Klingel. Und wehe einem Klingel. Nee, aber ohne Witz, das heute war irgendwo. Aber gibt's solche Tage. Ja, wenn es die nicht gäbe, wäre es auch nur halb so lustig, glaube ich. Na, lustig fand ich das gar nicht. Ja, aber jetzt schon. Ja. Heute Morgen war es nicht lustig, aber jetzt. Oh. Es ist jetzt schwieriger. Lohnzahlung. Hier eine Lohnzahlung. Für wen? Ach so, weil die Keine Stunde Ahnung. jetzt abgeschlossen ist von dem Helfer, der noch aktiv war. Ach so. Ich weiß auch nicht, wieso die Zeit auf einfach steht. Eigentlich hatten wir, glaube ich, auf fünffach gespielt. Oh, Aber das ich ist dachte mir, okay. ich lasse es so, weil wegen Helfer und Sachen leihen und so passt das gerade ganz gut. Ist gar nicht so verkehrt, weil so geht nicht viel Zeit flöten im Vergleich zum Richtig. anderen. Können wir ein bisschen aufholen. Was ist Arbeitspensum? Alter, wir hatten doch auch GPS, ne? Wo war denn das? Auf welcher Taste? Da kannst du mit jedem Ach, hier. Fahrzeug erstmal zum Laden fahren und erstmal mit 15.000 das Auto drauf einrüsten. Ja, nee, wir haben ja das andere GPS hier drin. Ah, hier ja, mit dem, ja genau. Das werde ich gleich mal nutzen. Obwohl, nee, das passt wieder nicht zu den Feldern hier wahrscheinlich. Ja, muss halt sowieso irgendwie passen. Weil, wohl doch hier könnte das passen. Mit 0 Grad, ja. Wie der sich quälen muss, der Arme. Meiner hält. Ja, der hat schon echt schwer. Nur die Haut gab.
So, 48 ist fertig. Das mit dem Tempomat geht mir gerade ganz derbe auf den Sack.